Meine lieben Drahtis, herzlich willkommen in der Vorweihnachtszeit. Was gibt es nicht alles so Schönes in der Vorweihnachtszeit? Natürlich auch ein Adventskalender. Und der ist nicht nur für jung und klein, sondern auch für alt, naja, groß. Aber für uns gestandene Drahtis, habe ich jetzt hier für euch eine kleine Überraschung. Und ihr seht es schon, ich habe ein paar Sternchen an der Wand. Und da möchte ich natürlich versuchen, jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich gebe mir ganz, ganz viele Mühe, so wie die letzten beiden Jahre auch. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist und sehr zeitintensiv. Und da braucht nur mal technisch was dazwischen kommen. Aber ich denke mal, ich bin froh Gemuts und dann werden wir das auch hinkriegen. Heute ist der 1. Dezember. Und wir machen das erste Türchen auf. Und dann werde ich doch mal gucken, wo die 1 ist. Und hier ist die 1. Und jetzt wird es ganz spannend, was ich euch jetzt hier so zeige. Ich mach das mal ab. Und dann gucke ich doch gleich mal, was ich hier so Schönes. Ah, ein Armband in Schlaufentechnik. Schaut mal. Das ist das schöne Armband und das zeige ich euch jetzt im Anschluss, da wie das gefertigt wird. Das könnt ihr natürlich wieder in ganz, ganz vielen Farben machen und was das Schöne ist, ihr könnt es wenden. Das ist also wirklich, ihr könnt es einmal so tragen. Und ihr könnt das natürlich auch so tragen. Ich habe natürlich jetzt einen schmalen Arm und das ist in 18 gearbeitet. Bitte denkt daran, nehmt vorher einmal ein Maß, damit ihr dann auch wisst, wie in welcher Größe dann das Armband gefertigt wird. Ne? Aber das zeige ich euch jetzt und damit wünsche ich uns ganz, ganz viel Spaß und Freude. So, meine lieben Drahtis, und nun geht's auch schon los. Jetzt liegt hier schon das erste Kästchen von unserem Adventskalender 22 hier vor uns. Und ihr wisst ja, was wir geöffnet haben, herausgeputzelt ist dieses schöne Armband. Die Idee habe ich von Heike Jordan bekommen. Und die liebe Heike hat doch gesagt, Mensch, ich mache mal ein Kurzvideo, ich schicke dir das mal. Und vielleicht wäre das ja was für deinen Adventskalender. Also dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich habe das natürlich so ein bisschen umgeändert in so ein bisschen Katja-Style. Aber ansonsten, die Basis ist alles von Heike. Und wie das jetzt so funktioniert, das möchte ich euch natürlich gerne zeigen. Man kann dieses Armband einmal so breit herstellen, aber auch einfach. Und das seht ihr jetzt, wie wir das nämlich machen. Wir werden uns als Zwischenbasis einen 2 mm Draht nehmen. Da könnt ihr alles verwenden. Aber mit dem glitzergeprägten Draht ist das natürlich richtig. Der glitzert und funkelt. Und wenn man den dann noch anhämmert, also er sieht richtig, richtig schick aus. Und ich habe euch jetzt hier in der Farbe einmal Platin mitgebracht. Und ihr seht das schon, wie das schön funkelt. Und ich brauche davon 2x40 cm. Ihr könnt auch 38 cm nehmen. Ich habe jetzt hier ein Lineal, da ist 38 cm. Und ich schneide mir das jetzt einfach auf 38 cm ab. Aber ansonsten 40 cm ist auch okay. So, das macht ihr natürlich zweimal, dass ihr das abschneidet. Und dann müssen wir erstmal das Armband bzw. diesen Draht, den hämmere ich dann ein wenig an. Ich nehme also meinen Amboss und meinen Hammer und setze ungefähr, naja, 8 cm setze ich an und da lasse ich das frei. Also das hämmere ich nicht. So. Und dann hämmere ich einmal bis zum Ende nochmal 8 cm, lasse ich ungefähr überstehen. Und das dazwischen, das wird nur gehämmert. Und dann seht auch bitte da, dass ihr das immer schön gerade haltet, euren Draht. Und nicht zu doll hämmern, der soll ja nicht durchgehämmert werden. Sondern nur leicht angehämmert, damit das funkelt und glitzert. Cool.
das reicht auch schon. Und dann funkelt der und glitzert nicht nur, sondern der hat dann auch noch mal so einen richtigen schönen Glanz. Also ja, es ist vielleicht jetzt schwierig hier unter dem Licht das zu halten, aber ihr seht selbst, wenn ihr das ausprobiert habt. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann nehmt ihr euch einmal zwei Drähte in 1 mm. Ich habe mich jetzt einmal für Platin entschieden. Das ist Platin und für Titan. Ich finde diese Mischung, ich weiß nicht, ob das Foto das hier so, die Kamera das so einfängt, also die Mischung zwischen Platin und Titan finde ich sehr, sehr edel. Das gibt nochmal so eine Patina-Struktur. Und jetzt ziehe ich mir hier 80 cm raus. Ihr wisst ja, lange Arm und Mitte Brust. Dann schneide ich mir das einmal ab mit unserem Seitenschneider. Und nehme jetzt genau die Mitte. So, das ist jetzt die Mitte. Den Draht packe ich jetzt mal hier ein bisschen zur Seite. Und jetzt fangt ihr an, da wo ihr gehämmert habt, also nach 8 cm ungefähr, und die Mitte von den 80 cm und schlagt das einmal so herum. So, einmal so herumschlagen. So, dann steht der Draht oben und der ist unten. Und ich gehe jetzt mit meiner Kamera auch noch mal ein bisschen näher ran zu euch, damit ihr das noch besser sehen könnt. Der liegt jetzt unten doppelt und der muss natürlich nach oben geführt werden, so dass die vier Drähte schön nach oben zeigen. Und jetzt nehmt ihr den vorderen Draht ein bisschen nach vorne biegen und nehmt hinten die Schlaufe und legt euch eine Schlaufe und nach hinten weg. Ich zeige es euch nochmal. Also die Drähte sind wieder beide oben und der hintere, also der linke Draht, der wird als Schlaufe einmal hier so rumgebogen. So. Und dann gleich nach hinten weg. Und dann liegen wieder zwei, also vier Drähte nach oben, also zwei Stränge. Und den linken Strang, den nehmt ihr wieder und legt euch diesen wieder hier so schön herum. Und damit das auch eine schöne Schlaufe wird und nicht mal groß und klein, biegt ihr den vorderen Draht, also den rechten Drahtstrang, leicht nach vorne, dann habt ihr auch hier hinten mehr Platz, euch eine schöne Schlaufe zu legen. Schaut mal. Und jetzt geht der Draht wieder nach hinten. Ihr könnt das natürlich ein bisschen mit dem Daumen festhalten. So. Und jetzt geht er wieder nach hinten und ihr habt wieder beide Drähte, also beide Drahtstränge nach vorn. Und wieder den rechten Drahtstrang leicht nach vorn biegen, damit ihr Platz habt. Und mit dem linken Drahtstrang euch die Schlaufe machen könnt. Und dann könnt ihr auch gucken, dass ihr in Reih und Glied seid. Haltet ein bisschen den Daumen drauf und dann den Drahtfaden wieder nach hinten. Und jetzt haben wir wieder dieses Muster. Also wieder der linke Drahtstrang soll unter dem rechten Drahtstrang. Also etwas nach vorne biegen wieder, damit ihr wieder eine schöne Schlaufe machen könnt. Und da könnt ihr auch gucken, dass ihr die alle gleich habt. Und wieder nach hinten. Und wieder beide Drahtstränge schön ausrichten, dass sie beide in Reih und Glied und schön nebeneinander liegen. Das ist wichtig, dass die nebeneinander liegen. Und jetzt wieder den rechten Drahtstrang leicht nach vorne biegen, dass ihr also Platz habt, um den linken Drahtstrang zu nehmen und wieder nach vorne. Und ihr Lieben, so macht ihr das und das habt ihr dann ganz schnell raus. Ihr müsst euch aber wirklich dabei konzentrieren, wenn ihr einmal raus seid. Also da habe ich das auch schon gehabt, dann habe ich gedacht, ach, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Also dann wirklich konzentriert bei der Sache. Und ihr macht circa 25 Reihen, also nicht Reihen, sondern 25 solche kleinen Schlaufen. Ich habe das natürlich jetzt alles schon mal ein bisschen vorbereitet für euch und habe natürlich den schon fertig. So sieht es dann aus.
Und damit ich auch gleichmäßig alles habe, nehme ich natürlich den zweiten. Ich habe mir nämlich noch eingebaut. Schaut mal. Und dann kann ich die so richtig ranlegen und dann sehe ich, ob ich noch eine Schlaufe machen muss oder ob mir das schon reicht. Ja, mir reicht's. Mir reicht es hier noch gar nicht. Also ich muss wirklich tatsächlich noch einen machen. Und so wie wir es gemacht haben, den Drahtfaden, also den rechten Strang leicht nach vorne ziehen und dann die Schlaufe setzen und dann nach hinten weg. So, jetzt haben wir natürlich das alles gleichmäßig gemacht. Ich probiere nochmal. Ja, also beide Stränge sind gleich. Ihr könnt natürlich alles in eine Richtung legen. Das heißt, das seht ihr ja, hier ist immer der Anfang und hier ist das Ende, dass ihr die restlichen Drähte dann alle auf der rechten Seite habt. Ich drehe es aber einfach um, aus dem einfachen Grunde. Dann habe ich nämlich einmal rechts, also rechts, das rechts und einmal links diese kleinen Drähte. Was wir jetzt zum Schluss gemacht haben, das muss ich natürlich nochmal etwas einmal rumwickeln. So, dass sich das nicht löst. Aber das löst sich nicht, also da braucht ihr auch keine Angst zu haben. Ich schlage das jetzt einfach nochmal hier so rum und das war's. Damit das jetzt auch noch eine schöne Optik bekommt, werde ich jetzt diese kleinen Stränge hier vorsichtig, diese kleinen Schlaufen vorsichtig anhämmern. Dann ergibt das eben wie gesagt, nochmal so den kleinen Kick. Und jetzt wird es wieder etwas laut. Und wirklich nur, wenn es geht, diese kleinen Schlaufen zu hämmern. Und auch wirklich nur leicht anhämmern. Ja, und ich glaube, das war's schon, das reicht. Und jetzt wird das ausgerichtet. Und jetzt haben wir diese beiden Stränge. Da machen wir es natürlich so, dass die mittleren Stränge, also diese glitzergeprägten Drahtstränge, die beiden in Platin, dass die schön gerade sind. Und so sieht schon mal das Armband aus. Und jetzt vernähen wir das ganz einfach. Wir nähen, ihr könnt das mit allen möglichen Sachen zusammen verbinden. Ich habe jetzt für euch heute hier unsere ganz, ganz neuen schwarzen kleinen Perlchen mitgebracht. Das sind Wachsperlen 4 mm. Und auf Wunsch haben wir die natürlich jetzt, wir hatten sie lange nicht im Shop mit reingenommen, aber die Nachfrage war doch sehr groß und ich kann es jetzt im Nachhinein auch verstehen. Wir haben die 4 mm Wachsperlen in Schwarz und in Dunkelgrün in allen Größen jetzt da. Also in 4 mm, 6 mm, 8 mm und 10 mm. Da könnt ihr gerne mal schauen. Und da ja Platin und Titan ja wunderbar zu Schwarz passen oder umgedreht, habe ich da eben mich für diese kleinen Perlchen entschieden. Aber ihr könnt es auch in Rosa machen und das sieht bestimmt auch ganz genial aus. Ich habe jetzt hier ein 0,8 mm Draht, den habe ich jetzt hier in Platin gewählt. Und ihr braucht hier keine 80 cm. Also ich nehme hier höchstens mal 60 cm. Und selbst wenn der Drahtfaden jetzt zu kurz ist, den ich hier abschneide, ist das überhaupt kein Problem, ihr Lieben. Das kann man alles noch ändern. So, und jetzt zeige ich euch, wie wir das alles hier jetzt miteinander nochmal verbinden. Ich gehe in eine Schlaufe mit dem Drahtfaden, in die erste, und lasse den, ihr könnt so rum oder so rum, was euch beliebt. Ich gehe jetzt hier von unten nach oben nähe ich jetzt hier. Also ich lasse hier auch wieder so ein ganz kleines bisschen stehen und gehe jetzt in die äußerste, beziehungsweise kann ich das auch gleich hier so ein bisschen drum wickeln. So. Ein bisschen andrücken. Das machen wir dann mit der Backenzange hier, was dann hier so piekst. Das machen wir zum Schluss. So, jetzt ist aber mein Drahtfaden fest. Und jetzt kann ich das andere so schön dagegen stellen und vernähe
den Draht jetzt auch mit der allerersten Schlaufe von diesem Armband. Da muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier reinkomme. Da habe ich sie wahrscheinlich zu fest gesetzt. Dann nehme ich die nächste. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber es wäre schöner gewesen, wenn ich sie natürlich in die erste gesetzt hätte. Und ich nehme die Drahtfäden jetzt hier einfach nach oben. Das wird also unsere obere Ansicht sein. So. Und gehe jetzt nochmal und vernähe. Ich stelle mich jetzt hier aber an. So, und jetzt bin ich hier in dem unteren, in der unteren Schlaufe. Und gehe in die obere Schlaufe, ohne Perlchen. Und jetzt nehme ich die nächste Schlaufe. Und jetzt erst werde ich die Perle draufsetzen. Da gucke ich mal bei dem Licht und bei den kleinen Öffnungen. Also da passt auf alle Fälle 1 mm auch durch. Ich habe hier 0,8. Und jetzt habe ich hier die Perle hier so drauf und werde die Perle hier in der Mitte schön drauflegen und dann wieder in die Schlaufe einfügen, die oberhalb liegt. So, und jetzt haben wir die erste. Und jetzt gehen wir immer, hier ist jetzt die nächste Schlaufe, da gehen wir ganz normal mit dem Draht und hier ist die nächste Schlaufe. Und da setzen wir wieder ein Perlchen rein. Dass ihr immer seht, Schlaufe für Schlaufe. Nähen wir das jetzt hier zusammen, dieses kleine Armband. Und gehe wieder in die nächste Schlaufe rein. Ihr könnt auch die Zwischenschlaufen nehmen, also die Zwischenabstände. Ihr müsst nur gucken, dass eure Perlen richtig in Reihe und Glied liegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann sieht es auch aus wie gewollt und gekonnt. Und dann wieder oberhalb von der Perle mit dem Drahtfaden durch die Schlaufe. Und jetzt haben wir hier schon die zweite Perle. Ja, bei dem hätte ich vielleicht auch ein etwas helleres nehmen können, damit ihr das besser seht. Aber ich versuche es so gut wie möglich zu erklären, dass ihr das auch wisst. Jetzt gehen wir wieder durch die untere und obere Schlaufe vom Armband, ohne Perle. Und jetzt die nächste mit Perle. So, daneben. Und jetzt setze ich mir wieder ein Perlchen drauf. So, ihr Lieben, ich werde das jetzt hier in Ruhe machen für euch. Jetzt finde ich hier das kleine Löchlein nicht da. In Ruhe machen und dann könnt ihr mir dabei zusehen. Ich werde aber dann wahrscheinlich auch den Schnelldurchlauf machen und das vielleicht ein bisschen musikalisch hinterlegen, damit es für euch auch ein bisschen in Stimmung kommt. So, drei haben wir und dann gucken wir mal, wie viel wir reingebaut haben dann. Also, bis gleich, ihr Lieben. Oh, 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 oh
ihr Lieben, und jetzt sind wir hier schon ziemlich zum Schluss angekommen. Und bisher habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 12 Perlchen eingesetzt. Und ich könnte jetzt noch eine weitere Perle reinsetzen. Das mache ich jetzt hier vielleicht auch nochmal. Und dann ist dieses schöne Armband mit den Perlen schon versehen. Ich habe gesehen, dass ich meinen Drahtfaden vielleicht um so 3 cm zu kurz abgeschnitten habe. Also das hätte ruhig ein bisschen länger sein können. Ich habe, glaube ich, 60 cm abgeschnitten. Also da vielleicht nochmal so 5 cm zugeben, damit ihr dann auf der sicheren Seite seid. So. Und jetzt habe ich es natürlich ein bisschen knapp hier mit dem Draht. Ich könnte da jetzt auch wieder den ansetzen. Ich lasse das jetzt so und versuche mal, diesen Drahtfaden jetzt hier am Ende noch durchzuzwitscheln. Und das klappt auch. So. Und werde den jetzt hier noch mal so ein bisschen einzwirbeln. So, das ist jetzt das schöne Armband. Und jetzt versteht ihr auch, warum man vorher hämmert und nicht hinterher. Ihr könnt das zwar immer noch mal so ein bisschen vorsichtig machen, das habe ich im Probelauf auch gemacht, aber schöner ist es natürlich, wenn ihr dann einfach die Sache vorher schon mal so ein bisschen anhämmert. Und jetzt haben wir ja hier diese Drähte hier offen. Das seht ihr, wo ich gesagt habe, ja, lasst ein Stückchen stehen von denen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg jetzt mit der Kamera, so, damit ihr das ein besser sehen könnt. Und jetzt versuche ich natürlich, das ein bisschen einzukringeln, weil ich das einfach schöner finde, wenn man hier am Ende dann die Kringelchen noch setzen kann. Ich habe sie, wie ihr seht, nicht außen in der Mitte gelassen, sondern hier direkt auf dieses Armband mit drauf gesetzt. Ihr könnt aber euch die Drähte immer wieder weiter in die Mitte schieben, um so könnt ihr das auch vergrößern, ne? Da ich aber einen schmaleren Arm habe, habe ich für mich einfach die Schlaufen hier drauf gewählt. Und das geht dann so, ihr schneidet euch ein bisschen was ab, lasst ungefähr so, naja, 5 cm würde ich hier vielleicht stehen lassen. Und der eine kann auch kürzer, der andere kann auch länger sein, also das ist egal. Nur wenn es einmal abgeschnitten ist, dann ist es natürlich zu spät. Und ich mache jetzt mal mit Absicht, dass ich einen länger lasse. Und jetzt haben wir ja hier diese Drähte ja auch noch. Diese kleinen, süßen 1 mm Stummelschwänzchen, hätte ich jetzt gesagt, die Stümmelchen, Stummeldraht. Und da habe ich ja gesagt zu euch, lasst die gerne mal dran, weil ich finde das einfach richtig schön. Jetzt hier, wo mein Draht nicht gereicht hat, das war, glaube ich, da stecke ich einfach nochmal den 1 mm Draht zur Stärkung oder zur Verstärkung vielmehr durch und friemel mir den hier so ein bisschen seitlich hoch. So, die werde ich jetzt alle hier etwas schön auseinanderplätscheln und jetzt werde ich die mit der Rundzange kleine Kringelchen machen. Ihr wisst ja, ich mache jetzt erstmal die Kringelchen und dann schneide ich gleich mal ab. Das mache ich wirklich bei diesen Drähten, die alle über 2 mm sind. Ihr könnt natürlich auch den Seitenschneider nehmen, also diesen Drahtschneider, der ist vielleicht besser von der Struktur, weil dann habt ihr keine Kante. Also immer die glatte Fläche zu der schneidenden Seite. So, und dann habt ihr wirklich eine ganz, ganz saubere Schnittkante. Das nur noch mal so zwischendurch, aber das ist euch ja auch bekannt. Aber ab und zu haben wir hier ja auch neue Drahtis dabei, die das noch nicht so ganz genau wissen oder die sich noch nicht so durch alle Videos durchgeforstet haben, sind ja dann doch schon über 200 Videos bei uns. Und da kann man nicht alles gleich von Anfang an sich anschauen. So, bei den 1 mm Drähten, da mache ich das nicht. Also da lasse ich wirklich hier die Drähte so, wie sie sind und schneide da nichts ab. Weil man kriegt die Enden richtig schön geformt mit der Rundzange und ein bisschen Geschick. Das schafft ihr auch. So, nun habe ich mir die so ein bisschen eingekringelt. Bei denen muss ich ja auch noch so ein bisschen ran. Und ich finde die Kombination mit dick und dünn, also mit unterschiedlichen Drahtstärken, finde ich richtig, richtig schön.
Ich brauche sie auch nur so kurz eindrehen, weil das andere mache ich alles mit der Hand. So, und hier die kleinen 1 mm Stummeln auch noch. Und jetzt seht ihr ja, dass ich die Drähte alle in eine Richtung drehe. Das mache ich am Anfang immer, weil ich ja aus dem Handgelenk von links nach rechts außen drehe. Das geht bei mir am besten. Ihr guckt natürlich, wie es bei euch am besten geht. Aber vom Handgelenk, von der Schonung her, ist es schon am besten. So, jetzt gucken die alle in eine Richtung. Das ist aber völlig egal, weil ihr könnt sie dann ja auch so drehen. Aber ich lasse sie erstmal so stehen, weil ich will sie mir ja noch so ein bisschen eindrehen. Die guten. Weil ich dann mit meiner Hand das ja auch besser formen kann, wenn sie alle in eine Richtung liegen. So, und hier das Gleiche. Und wenn jetzt ein Draht mal nicht so schön rund ist, das macht überhaupt nichts. Also das macht es ja gerade erst aus. So, jetzt habe ich sie alle in eine Richtung gedreht. Und jetzt, bevor ich jetzt anfange, die reinzulegen, hämmer ich die Enden natürlich noch, weil ich finde das wunderschön, wenn die dann noch so richtig schön funkeln und blitzern. Und schön auseinanderziehen, damit ihr auch die Drähte, die ihr jetzt hier hämmert, nicht übereinander legen. Und auch wenn ihr nur einmal so eine ganz, ganz kleine Ecke anhämmert, guckt mal, ne, die Struktur von dünn nach dick ändert, auch das ist wunderschön. Da könnt ihr richtig Gas geben, so wie ihr das wollt. So, und von der anderen Seite auch nochmal. So, und jetzt haben wir praktisch das Armband so liegen. Ihr guckt natürlich, was vorne ist, das ist klar, das ist hinten, das ist vorn. Und jetzt wird drapiert. Jetzt könnt ihr die Drähte euch auch umdrehen und ein bisschen draufsetzen und auch so ein bisschen einknicken. Also das muss nicht immer ganz rund sein. Ihr seht das von unten, der Drahtfaden, und einfach so rüber. Ich lasse das Armband jetzt mal so und dann schiebt ihr den kleinen Draht auf diesen großen noch so mit drauf. Und das mache ich hier am anderen Ende auch, dass ich dann den einfach so umzuppel, den nehme ich dahin, den setze ich darüber und den könnte ich einfach mal umdrehen und auch so ein bisschen draufsetzen. So, und dann gucke ich ganz einfach, und so könnt ihr auch ganz viele Drähte machen und ineinander schlagen. Ich hoffe, ich war jetzt hier in der Kamera, ich habe jetzt nicht aufgepasst. So, und da könnt ihr natürlich, hier ist noch das Pixelchen, was wir natürlich ein bisschen noch wegmachen wollten. Könnt ihr auch eine Backenzange dazu nehmen. Jetzt gucke ich einfach, ob ich so diesen Draht hier, der jetzt hier weit rausschaut, ob ich den noch kleiner machen muss. Ich habe natürlich jetzt was vergessen mitzubringen. Das wollte ich unbedingt noch. Das ist diese Mandrell, diese Armreifmandrell, weil da könnt ihr das besser formen. Dann entstehen auch nicht so eine Ecken. Ihr legt das nämlich einfach drauf. Ich habe das in einem anderen Video gezeigt. Aber den habe ich leider jetzt hier im Filmzimmer nicht mitgenommen. Einfach vergessen. Und schaut mal, das ist jetzt so eine Optik. Das war meine Optik von vorn. Hier habe ich es mit Titan gemacht außen. Und hier habe ich es mit Platin gemacht. So, und dann könnt ihr das immer noch ein bisschen sehen, wie ihr das euch verschieben wollt. Und wenn ich das jetzt hier öffne und ich gehe jetzt hier einmal rein, ihr könnt es ja so tragen, dass ihr es einfach dann euch schön übereinander legt oder für einen üppigeren Arm schön auseinanderziehen. Schaut mal, das sieht auch toll aus. Dann braucht ihr natürlich das, was jetzt hier innen drin ist, nicht zu lang machen. Ich habe das jetzt hier auf 17 gemacht und das sind die restlichen Drähte. Also da habe ich jetzt hier bestimmt einen Umfang von 18,5. Ja, aber das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ne? Ja, ihr Lieben, und ansonsten könnt ihr es natürlich auch so tragen.
Auch das ist sehr hübsch. Mit dem Perlchen könnt ihr sowieso kombinieren. Und ja, dann freue ich mich, dass euch das Video bestimmt gefällt und dass ihr das so fleißig nacharbeitet. Und die liebe Heike, die freut sich natürlich auch. Die befindet sich gerade in der tiefsten Sonne und erholt sich ein wenig von ihrem, naja, Draht. Den wird sie ja vermissen, weil sie den nicht mit hat. So, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich werde euch natürlich alles verlinken, wieder hier unten unterhalb vom Video in der Infobox. Schaut da bitte rein. Ich werde es jetzt auch jedes Mal sagen. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Ich ziehe mir ja aus diesen Kommentaren immer mal jemanden heraus. Das werde ich vielleicht nicht jedes Video machen. Vielleicht auch doch, mal gucken. Ihr kennt mich ja, wie ich so langsam ticke. Der ein oder andere kennt auch meinen Humor mittlerweile. Und dann bin ich jetzt einfach mal gespannt, wen wir da wieder eine kleine Freude machen konnten, der mir eine Freude bereitet hat. So, dann fühlt euch ganz lieb gedrückt und ich werde euch morgen etwas ganz Tolles zeigen. Da sind wir schon gespannt, was wir dann am zweiten Kästchen, was wir dann haben, was wir dann aufmachen. Also, habt noch einen schönen Tag, ganz viel Freude beim Nachtraten. Das ist ein wunderbares Geschenk im Übrigen auch, was unterm Weihnachtsbaum liegen kann. Und ich freue mich natürlich auch wieder auf eure vielen Kommentare und Bilder. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns. Herzliche Grüße, eure Katja.